Verdächtige Wäscherei, ein gesicherter Tatort und wütende Kriminelle auf der Jagd nach ihrem Geld. Sky 5 News hat die Einzelheiten dieses Vorfalls, der sich momentan... Ja, hallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Battlefield Hardline. Wir spielen immer noch Heist auf Drogenlabor. Wir sind die Angreifer bzw. die Verbrecher. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Gleich geht's los. Jetzt! Okay, Drogenlabor wird lustig. Ah, fuck. Knapp vorbei ist auch dann. Bis. Drogenlabor wird lustig. Nehmt euch den Tresor vor! Aua! Was machst du denn sowas? Dafür Granate! Fuck! Mann! Keine Gnade mehr, verstanden? Keine Gnade mehr! Was? Hier ist ein Medikit! Das war der leichte Teil. Nein, scheiße, er ist tot. Nein. Nein, er ist tot. Nein. Tränengas, ey. Treffer! Ah, das ist schön, da verkämmt der Kleine, die kleine Ratte. Das kann ich... kann ich aber auch. Komm schon. Ich weiß, dass da jemand wir kommt. Wir haben das Paket. Jetzt müssen wir es zum Übergabepunkt bringen. Beeilung! Los, zum Übergabepunkt! Da brennt natürlich wieder alles. Hier, ein Medikit für dich. Irgendwo ein Sniper, ich weiß es genau. Verdammt! Mann am Boden! Was? Was hat mich hier erwischt? Das war bestimmt diese Gasdinger, die da mit drin waren. Oh, jetzt muss ich da wieder hinlaufen, oder was? Das halbe Leben besteht hier nur. Halbe Leben. Von wo? Da. Ah, fuck. Ist natürlich sehr intelligent, sich immer hinzulegen. Also es muss, wenn ich in so einer Position bin, ich muss mich da wirklich mal hinlegen. Einfach stehen zu bleiben ist natürlich absurd. Das Dümmste, was man machen kann. Nicht gerade auf einer Straße, aber... nicht mein Freund, hä? Ist da noch einer? Ah, fuck! Ich hab gedacht, der liegt da. Ich hab gedacht, der liegt da. Na, wir sind natürlich auch mal locker. Vier weniger. Ach, wie scheiße ist das denn? Ja, ist ja gut. Ich weiß ja, dass er auf dem Dach sitzt. Oder auch nicht. Ist natürlich scheiße, dass wir vier Leute weniger sind. Na doch, er sitzt doch auf dem Dach. Ich wusste es. Ich wusste es. Na gut, die Runde wird mir nichts. Ich
renne einfach mal ihn hinterher. Wenn er stirbt, weiß ich woran. Da ist einer am Drogenhaus. Da ist keiner, aber da sind welche. Das war er noch, der mich erwischt hat. Na, die K10 ist auf kurze Distanz, die echt böse. Die ist echt richtig böse. Jetzt will ich mal was kurz gucken. Da bringt natürlich gar nichts. Optik. Geh mal wieder auf meine Hallo. Hallo. Haha. Hallo. Haha. Ha, 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 hallo. Optik zurück. Ja, mein Hallo? Paket. Hallo? Jetzt müssen wir es zum Übergabepunkt bringen. Alter, ich hab den doch erwischt, ey. Fucking 11 HP noch. Mann. Sowas macht mich einfach immer ein bisschen wütend. Einer von uns wurde getroffen. Scheiße, langsam das Paket. Wir drüben sind tot, aber einen festgenagelt. Wer hat's hinter sich? Was hast du so weit hinten gemacht, Junge? Was hast du hier gemacht? Alter, wo kommt der denn? Wo kam der denn her? Die Wahl ist unterwegs. Sorg dafür, dass sie sicher ankommen. Wo stecken deine Leute? Ich hab keine Leute, ich bin alleine. Jemand hat das Paket alleine. Hebt es auf. Ja, seht ihr? Squad mit dir. Wie viele Leute sind wir denn noch auf dem Server, ey? Immer noch 4 weniger. Die Cops haben sich das Paket geschnappt. Haha, ha. Ah, wir haben es aber wieder beide. Ach, er hat mich mit dem Messer und ich habe ihn gleichzeitig mit der ACWR gekillt. Das Paket ist unterwegs. Ja. Sorgt dafür, dass es sicher ankommt. Okay, lauf, Junge, sicher. Lauf, Junge, lauf. Komm her zu. Aua. Trottel hat das Paket fallen lassen. Ah! Fuck! Ich hab gedacht, das wäre einer von uns. Ich hab gedacht, das wäre einer. Ach, die haben da oben einen scheiß Spawn biegen. Ah, ist erbärmlich. Ich bin erbärmlich, weil ich habe echt gedacht, das ist einer von uns. Schnappt euch das Paket. Der sah mit den Klamotten so aus wie ein Gangster. Der sah einfach aus wie... Sind ja einer. Nehmt euch das Paket. Die Cops haben unser
Paket. Tür ist zu, was jetzt? Ah, da oben. Ah, fuck. Mann! Spielt er da oben? Mit einer MPX. Auf die Entfernung, ey. Aha. Boah, schöne Baseballschläger in die Fresse. Was machst du eigentlich da hinten? Wenn ich mich fragen will, mal. Diese Knockout-Knarre, die ist echt böse. One-Shot und bist tot. Was gibt's die eigentlich? Ah, ich glaube, das haben wir verloren. Ja. Bam, bam, bam. 1000 Punkte, ey. Das ist doch erbärmlich. Das ist doch erbärmlich. Der Server wird immer wieder leer. Das ist das, was ich mal vor ein, zwei Folgen gesagt habe, also vom, als ich die erste Heist-Folge aufgenommen habe. Das ist jetzt die dritte. Dass du einfach keine vollen Server mehr findest, wo einfach mal 64 Leute drauf spielen. Ach, das ist echt traurig. Bam, 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 bam. Was? Nein, jetzt bin ich auch noch Sniper. Nein! Ich will kein Sniper sein. Ich will kein... Bring mich mal jemand um. Ach Mann, ich will kein Sniper sein. Wo ist er denn? Bist du denn? Wo bist du denn? Hey, da ist einer beim Truppenhaus. Ah! Ach, ich wollte kein Sniper sein. Wir sind jetzt Polizei. Ich glaube, ich gehe mit dem KC raus. Wir müssen das fallen gelassene Paket aufnehmen. Was habe ich eigentlich jetzt mittlerweile für Aufsätze für die KC? Wir müssen das fallen gelassene Paket aufheben. Was ist das? 35, wie viel gibt es mir hier? Paket wurde fallen gelassen. Digga, oh Gott. Paket wurde fallen gelassen. Ja, das, liegt auf dem Boden. Das Wiederbeleben klappt irgendwie nicht. Das ist irgendwie... Achtung, ein Heli ist unterwegs zum Übergabepunkt. Spackt das ein bisschen rum. Paket wurde fallen gelassen. Alle Einheiten, die sind offenbar mit ihrem Heli auf dem Weg. Kommt das her? Ah, der hat wieder angesniped. Super. Paket der
Entschuldigung, ich bin ein bisschen erkältet. Komm schon, komm schon, komm schon, komm. Paket ist in Sicherheit. Achtung, jeder der Verdächtigen ist unterwegs zu alternativen Übergabepunkt. Da sniped doch wieder einer die ganze Zeit. Einer ist am Boden. Ah, da drüben. Da war das Magazin zu klein. Da war das Magazin zu klein. Ach Mann. Nein. Aber einen festgenagelt hier. Ach, Killhilfe wieder. Wieder nur doofe Killhilfe und Heilung. Auch immer. Trotz, dass ich noch tot bin, mache ich noch Heilungspunkte. Sag mal. Also ich glaube, ich werde für die nächste Folge werde ich mal den Server wechseln. Ist ja traurig. Der. Übergabepunkt überwachen. Freibrecher haben alles erbeutet. Ich glaube, ich werde mal einfach für die nächste Folge mal den Server wechseln. Das macht keinen Sinn. Fünf Leute auf der Seite, auf jeder Seite. Gut, meine Lieben, wenn es euch trotzdem gefallen hat, schreibt es mir in die Kommentare und ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dann, ciao!